Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Sea of Stars. Freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen heute weiter und müssen den Vulkan. Irgendwie müssen wir da wohl irgendwas machen, damit wir den Vulkan zum Kochen benutzen. Vielleicht müssen wir den Freiraum oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir für Gal sämtliche Sachen machen, damit wir ein großes Brot backen können. Ein gigantisches Brot. Damit wir den Schläfer aufwachen. Den Drachen, ihr erinnert euch. Ich habe jetzt 2 Tage nicht gespielt, glaube ich. Und ich hoffe, ich komme rein. Ich bin nur zu zweit. Ich kann nicht sehen, wie viel Leben die Gegner haben, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Das hier, Verteidigung. Oh. Ja, bestimmt besser, oder? Ja, das ist nicht besser. Das ist halt auch doof. Okay, ist schon richtig so alles, ne? Gut, dann gehen wir weiter, oder? Ja. So, mal gucken. Aber es ist cool, dass man die ganzen Charaktere alle mal unterschiedliche Charaktere mal so nutzen muss, ne? Finde ich immer ganz cool. Dinos, oder was? Eine Art Dinos, ne? Böller. Ja, wie viel Leben haben die? Weiß ich nicht. Ich greife einfach mal an. Die explodieren wohl. Ich weiß nicht. Aber dagegen ist er resistent. Oh, ja. Ist er denn tot oder ist er weg? Ja, okay, der hat sich selber erledigt. Gut, wenn die das machen, dann werde ich nicht garantiert nicht meine Spezialskills da, meine MP an denen verschwenden. Ja, weil MP ist zu gut. Bams. So viel Schaden war es auch nicht. Ich bin auch gut gelevelt, ne? Ich habe auch bis jetzt jeden Gegner im Spiel mitgenommen, also von daher. Denke mal, so schnell werde ich nicht hier abkratzen. Oder Schaden kassieren. Halt, bevor ich da. Hätte sein können, dass da ein Durchgang ist oder so, ne? Weil es so ausgeleuchtet ist. Nein, da war es ein Schatz. Den muss ich jetzt mal holen. Die will ich jetzt erstmal haben. Gibt's ja wohl nicht. Ein Feuerstab, siehst du mal. Endlich mal ein Angriffsboost für sie, ne? So. Hier muss ich von oben runter. Aber es geht nicht, weil. Wie denn auch? Oder das hier? Dein Mistral am Reif sollte dir aber helfen. Ja, weiß ich, aber wie konnte. Achso. Boom! Was bist du denn in der Mitte? Ein Großkäfer, ja, so siehst du auch aus. Und 4R verwundbar. Aua, aua, zweimal. Tut das irgendwie zu weh? Ja. Und die explodieren jetzt, ne? Ja. Ja, aber nun, ne? Um die anderen Viecher muss ich mich halt wirklich eigentlich so gut wie gar nicht kümmern. Um die Kleinen. So viel Schaden machen die jetzt auch nicht und. Ja. Geht eigentlich. Klonk. Gut, da muss ich halt leider was machen, ne? Das geht halt nicht anders.
Aua. Ich versuch's schon abzuwehren. Einer weniger. Reicht nicht, ne? Nee. Dann mach's jetzt ein. Deine Tektonik. Werde die Bodenplatten aufreißen. Die Erdkontinent, die Kontinentalplatten. Aber sind wir bald da? Ich weiß es nicht. Frag mich doch nicht so was Schweres. Jetzt sieht's aus. Wir dürfen hier speichern, während es speichert. Komisches Gestein hier. Wahrscheinlich müssen wir... Okay, warte mal. Ja. Jetzt wissen wir, was wir tun sollen. Oh. Warte mal, kann er nochmal runter? So. So, jetzt haben wir geschafft jetzt. Komm, schneller. Und rüber da. So kann man den Dungeon natürlich auch verlängern, ne? Indem man die ganze Zeit eine Kugel, ruhige Kugel schieben muss. Runter mit dir. Kein Flatschgeräusch? Schade. Und eine vulkanische Rüstung. Ein großartiger Schutz für alle, die mit ihrem schieren Gewicht zurechtkommen. Kannst du eh nie. Zack. Sie kommt damit zurecht. Sie macht das immerhin die ganze Zeit Liegestützen, ne? Jahrelanges Training, nur Liegestützen. Also die muss eigentlich aussehen wie ein Muskelberg. Eigentlich. Klonk. Kommt noch so ein Dicker runter irgendwo? Nö. Ja. Frischen wir uns unsere MP auf. Bumm! Ich wollte eigentlich zweimal zuschlagen, aber ey. Naja. Ist aber schön hier, ne? Sehr schön. Was kommt jetzt? Und noch mehr, Alter. Das gibt's doch nicht. Und einmal alles so heranziehen, wenn's hilft. Er explodiert jetzt, ne? Ja, er explodiert. Meine Güte. Ich wollte eigentlich die anderen angreifen, aber egal. Deine Tektonik, mach mal. Tut halt weh. Komm mit klar. Du auch. Klonk, klonk. Müssen alle rüber? Ich hoffe, ich schwimme so ein bisschen.
Warum baut man die alle so komisch hier auf, wenn man die eh alle nur hier hinschieben muss? Halt, warte mal, was ist da unten? Nichts. Komm mal wahrscheinlich wieder zurück oder so? Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich muss er hier irgendwie die Kugel oder so runter. Hi. Na gut. So dann rangezogen einfach. So, du explodierst. Du kannst das mal an, ne? Und das war's. Was ist gerade da oben, müssen wir weiter? Wo er rausgekommen ist? Nein, eigentlich würde ich. Da will ich eigentlich gar nicht hin, oder? Nee, da will ich nicht hin. Und jetzt? Oh! Und da ist die Kiste. Nein. Was ist da denn? Ein Abschnitt. Hier geht's weiter, oder wie? Sah sehr optional aus. Wer bist du denn? Hallo? Garigal war eben in unseren Ausposten und sagt, dass ihr kommen würdet. Ich hab schnell alles angesucht. Braucht ihr was? Ja, nee, eigentlich. Ja, doch. Weg nach Heimat. Ja. Einmal holen wir es. Gut, dann schlagen wir unser Lager auf. Meine Güte, ausruhen. Da kommen wir, treffen wir jetzt wahrscheinlich den Boss oder so, ne? Und dann speichern wir einmal. Und hoch geht's. Pass auf, wir sind raus. Wir hätten eigentlich den anderen Gang nehmen müssen. Das wäre lustig, ne? Aber wir sind, glaube ich, richtig. Das sieht nach Bossfeld aus. Das ist unser Ziel. Das ist unser Ziel? Ja. Korrekt. Eine Feuerkröte. Wir haben sie gestört beim Schlafen. Du kannst deine Mondmagie dagegen einsetzen. Gut. Das andere bleibt mir alles übrig, ne? Mondarang gegen den Krötenkahn. Wegen Vulkan und Kröte, ihr versteht. Krötenkahn. Klonk, 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 klonk. Ja, war nicht schlecht. Er ruft weitere Kröten, explodierende Viecher. Mach mal einen auf den hier. Ja, in der Lava tut das, bringt das nichts, ne? Die kann man nicht hinziehen. Okay. Normal. Der nicht komplett aufgehalten. Kraft zu 100. Wir bleiben trotzdem 100. Die Kraft auf 100. Oder was? Ja. Verdammt. Zittern.
Macht schön viel Schaden, das ist nicht gut. Combo. Ja, wir haben keine Heilungskombo, ne? Alle Ziele, das ist eigentlich voll gut. Lass ich mal. Brauchst du mir ja wieder ein PMP. Ja. Ist halt nicht so viel, ne, wie man sich erhofft. Habe ich echt nicht mehr? Ich hab echt nicht mehr gekocht. Was? Ey, mir geht das Essen aus. Ich muss aber wieder langsam nachholen. Zittern, ja. Okay, also kann man die ja rechts ignorieren oder so. Ach, ich weiß nicht, mach ich. Ja. Nochmal zittern. Dann 100 Schaden einfach, wisst ihr das? Gibt's doch nicht. Wie soll ich das in 2 Runden schaffen? Ja, ich muss irgendwas tun. Mach dein Zittern mal. Darf ich jetzt mal angreifen, ohne dass du direkt wieder untertauchst? Ey, es gibt's doch nicht. Gut, dann ist mir jetzt egal. Ich muss halt irgendwas machen. Bei 4.
Ja, okay. Muss ich halt irgendwas machen, ne? Oh, muss das jetzt eigentlich hassen, diese Attacke. Ja. Natürlich. Was machen wir denn da am besten? Schaffen wir niemals eine... Ja, nee, das schaffen wir nicht. MP. Ja, mach. Ja, mach mal dies, mach mal das hier. Ah, schön. Ich dachte, der Kampf geht noch ewig. Neues Level. Für alle oder für die beiden? Meine Punkte geht halt immer, ne? Für alle. Was hat magischen Angriff, aber hast du nicht, ne? Naja. Danke für die Hilfe, Reshan. Natürlich. Warten wir auf die anderen. Warten wir mal. Wir sind heute hier, um seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Für Gaal. Für Gaal. Wie er es auf seinen Schultern einfach trägt. Gute Arbeit, alle zusammen. Der Laderaum ist bis zum Bersten gefüllt. Eine reife Leistung. Zeit, die Segel zu setzen. Alle an Bord. Wartet auf mich. Ofenberg. Absolut und auf selbst Gesicht. Geil, denkst du? Sail. Also habt ihr C4? Hier. Was ist mit Malkomut? Er arbeitet noch daran. Wir brauchen ohnehin Zeit, die Abendliche in voller Korn. Gut, gehen wir und. Geil. Ich bin okay, Valia. Nur einen Moment noch. Ja. Mach eine Pause, okay? Wir tragen das Korn.
Aber... Du hast recht. Ist wohl das Beste. Ich erledige das. Verbringt ihr ein wenig Zeit mit eurem Freund. Ich... Danke, Serai. Das Beste, was man machen kann, nicht wahr? Ja, das ist eine Möglichkeit. Ja. Ganz ruhig, Gal. Wow, das tut echt weh. Hoffentlich kann ich... Wir bleiben bei dir, egal was kommt. Wir haben es nicht umsonst so weit geschafft. Ich zieh's durch. Ich denke, ich bin fertig. Ja? Bist du mit dem Ergebnis zufrieden? Wieso fragst du? Ich tat es für dich. Bist du froh, es für mich getan zu haben? Ja, hoffentlich gefällt es dir. Mit Sicherheit, Malcomut. Ich kenne dich. Du kannst auch schauen. Ja. Ja, ja. Also das Korn hier oben reinfüllen. Hier das Mehl zum Mischen. Erst ein wenig kneten, dann dort oben weiter kneten. Dann in der Hitze ein wenig ruhen lassen. Gut gemacht, Malcomut. Es ist perfekt. Ich folge nur deinem Plan. Leute, das wird riesig. Können wir helfen? Klar. Also gut, Malcomut, jetzt die Hitze. Perfekt, jetzt backen lassen. Es kommt und geht, jetzt gerade geht es mir gut. Lass uns einfach Erinnerungen austauschen, ja? Mehr will ich nicht. Oh, genau. Wisst ihr noch, wie ich euch eine Alchemie-Kekse durchs Fenster reichte? Ja, du hast uns nie erzählt, wie du das mit der fliegenden Plattform gemacht hast. Mit einem Monokel. Was? Mit einem Zaubermonokel? Oh, nein. Ich nutzte es, um Sonnenlicht auf die Rune zu bündeln. Ich habe es einfach ausprobiert. Mit Erfolg. Der Strahl war allerdings nicht sehr stark. Das muss Stunden gedauert haben. Allerdings, 8 insgesamt. Gibt's nicht. Yep. Mit nun 8 Sonnenstunden, um genau zu sein. Die halbe Nacht, die ich in der Luft verbracht habe, nicht eingerechnet. Und niemand hat dich erwischt? Oh, doch, aber ich war schon außer Reichweite, als Uma mich erblickte. Ich hätte zu gerne ihr Gesicht gesehen. Ich lieber nicht, glaub mir. Dann. Gal. Ich bin. Ich glaube, mein Ende naht. Sag das nicht. Ich muss. Muss das beenden. Valer, sag mal, Malcomut, er soll den Lavastrom unterbrechen. Jetzt brauche ich den C4. Hier. Hoffentlich funktioniert das. Es lädt zumindest.
Ja, der Drache ist auf jeden Fall wach. Danke, seltsamer Freund, für dieses beispiellose Akt der Güte der Großzügigkeit. Dank deiner Kreation besänftigen die Elemente meine lange gequälte Seele. Hey, jederzeit ist ja bloß Brot. Das markiert ein Neubeginn für mich. Falls es nicht zu viel verlangt ist, würdest du mir einen neuen Namen geben? Ich... Klar. Ein wenig Zeit bleibt mir noch. Ich kann das. Okay, also, was hast du nun vor? Meine Vergangenheit war eine des Zornes und der Zerstörung. Du hast mir gezeigt, dass es mehr für mich gibt. Ich möchte deine Erinnerung ehren und mich der Gastronomie widmen. Oh, das hört sich wunderbar an. Ein Wirt, was? Vielleicht Sinclair? Nein, warte mal. Ah, genau. Dann soll sofort an den Namen Wentworth tragen. Ey, ist das der... Den Namen habe ich schon mal gehört. Wentworth. Wentworth? Vielen Dank nochmals. Nie zuvor traf ich eine so gütige Seele. Ich sehe, dass deine Zeit beinahe verbraucht ist. Kann ich dir deine Güte irgendwie zurückzahlen? Es gibt da eine Sache, ja? Auf meiner letzten Reise wollte ich gern mit meinen Freunden auf dir fliegen. Es wäre mir eine Ehre und ein Privileg. Dann bring uns bitte nach Mondquettel. Ich möchte unter der Himmelsweide begraben werden. Geil. Auf dem Drachenfliegen hat schon was, ne? Hey, wir können jetzt nochmal fliegen. Ziemlich cool, hm? Spar dir besser die Energie, Gal. Schon gut, es tut nicht mehr weh. Ich bin nur wahnsinnig müde. Wir bleiben bis zum Ende bei dir. Ich weiß, ich hab Glück. Hey, versprech mir was, ja? Alles. Benutzt dieses Geschenk hier. Ich werde über das Sternmeer reisen, was auch immer das ist. Wir tun es für dich. Tja, jemand muss Elina in den Hintern treten, den Flashman seine Lektion erteilen. Wieso also nicht ihr, was? Wir werden es tun, keine Sorge. Und, oh, und hört nicht auf zu kochen, ja? Tut, was ich euch beigebracht habe. Täglich. Wir werden dich so vermissen. Sei Valer, ich kann euch nicht genug danken. Für alles. All die gemeinsamen Momente, all die Abenteuer. Ich könnte mir keine besseren Freunde wünschen. Ich. So geht's zu Ende. Mit Gal. Oder Flair und ich? Man weiß es nicht. Wir haben uns heute zu Ehren von Gal, dem Kriegerkoch, versammelt. Als Kind Moonquellis wählte er das Abenteuer und wohl vollführte ihm vielerlei gute Werke. Er kämpfte an der Seite der Krieger der Sonnenwende, gründete die friedliche Stadt Mirth und besänftigte sogar den Schläfer. Ja, du hast es ihm wirklich gezeigt, Sohn. Gut gemacht. Wie ein echter Piratenkoch. Du wirst auf diesem Abenteuer fehlen, Kumpel. Mögen sein gutes Herz, seine Tapferkeit und sein Lächeln stets in unserer Erinnerung weiterleben. Möge die Erinnerung weiterleben. Karl, du warst wirklich der Beste von uns. Ich vermisse dich wirklich sehr. Noch viele Generationen werden von deinen Heldentaten erfahren. Dies ist mein Schwur. Danke für deinen Lehren, Meister Gal. Freut mich, dass dir der Ofen gefiel.
Tja, jeder bewältigt seine Trauer anders, ne? Ist schon ein paar Wochen her. Brechen wir bald auf, Kapitänin? Wir verschaffen Seelen, weil wir lernen so viel Zeit wie möglich. Ei, das muss wehtun. Ihre Verbindung war eine sehr spezielle. Es würde bestimmt wehtun, jemanden von uns zu verlieren. Aber du hast recht, Waltred. Ihre Freundschaft war besonders. Also, Kapitänin, Ideen für unser nächstes Abenteuer? Ja, die Zeit ist reif. Kapitänin? Oh, wie aufregend. Immer noch kaum zu glauben, dass er so lange Zeit mit einem Monokel und einer Keksdose auf der Plattform verbrachte. Er war ein treuer Freund. Der Beste. Valer, ich glaube, ich bin bereit. Ich habe über Erlina nachgedacht. Egal, welche Art von Flashmesser-Monster sie geworden ist, wir müssen sie besiegen, wo auch immer sie ist. Rala hat seinen Teil des Versprechens eingehalten. Der Rat der Himmelsriesen wird uns durchlassen, denke ich. Über das Sternmeer, was auch immer das bedeutet. Für Gaal, also? Für Gaal. Mit verlorener Unschuld und bestärkten Absichten begangen die Mächte von Solen und Luana in Zael und Valer zu erwachen. Zael lernt den ultimativen Angriff Solens Licht, Erlösung. Valer lehnt den ultimativen Angriff Luanas Macht, Vergeltung. Haben sie ihre Unschuld verloren? Ich sag das mal nichts. Seid ihr also bereit, euren Freund zu rächen? Sind wir. Leute, wir machen im nächsten Part weiter. Das müssen wir erstmal verdauen, nicht wahr? Bis zum nächsten Mal, da rächen wir unseren Freund. Haut rein und tschüss.